So, meine lieben gefiederten Freunde, das wird jetzt eine etwas längere Geschichte. Denn hier handelt es sich nicht nur um einen meiner Lieblingsweine, sondern auch um eine der interessantesten Winzer-Stories, die ich Ihnen berichten kann. Das Weingut heißt Domaine Trelloir. Der Wein heißt Three Peaks. Und das alles signalisiert uns unschwer, es handelt sich um ein südfranzösisches Gewächs. Wie dies. Jonathan Trelloir stammt aus England. Seine Frau Rachel kommt aus Neuseeland. Jonathan hat früher Steuermechanismen für U-Boote entwickelt und saß in einem der Nachbarhochhäuser der Twin Towers in New York, als die beiden Flugzeuge 2001 dort einschlugen. Und er und seine Frau und ihre kleine Tochter konnten gerade eben noch flüchten und haben sich dann vorgenommen, sie wollen nie wieder in ihrem Leben irgendetwas machen, wozu sie keine Lust haben. Und das Thema, das die beiden interessierte, war halt Wein. Also haben sie erst mal ein Praktikum gemacht bei einem Weingut in Kalifornien und haben dann in Neuseeland, in Auckland, Weinbau studiert. Haben sich dann auf der ganzen Welt umgeguckt, wo sie ein passendes Weingut finden und sind dann in der äußersten französischen, südfranzösischen Ecke im Roussillon gelandet, unweit der spanischen Grenze, und haben an einem kleinen Dorf ein Weingut mit uraltem Rebbestand übernommen. Und das, was sie dann gemacht haben, ist eine der faszinierendsten Erfolgsstories des Weltweinbaus. Sie haben nämlich alles, was sie in Neuseeland und Kalifornien gelernt haben, nämlich blendende, exzellente, super saubere Kellertechnik, vermählt und gepaart mit dem irrwitzigen Potenzial der uralten Rebstöcke, die sie da im Roussillon vorgefunden haben. Und das Ergebnis ist ungemein gigantisch, bezaubernd, einnehmend, faszinierend. Man sieht es, tolle dunkle Farbe, fast schwarz der Wein. Rebsorten Syrah und Grenache, bisschen Carignan. Tolle Nase, wo man so ein bisschen das Garrigue spürt, also dieses Heidekraut, was da in Südfrankreich wächst. Aber auch ganz tolle Fruchtnoten von schwarzen Johannisbeeren, von Brombeeren. Ein bisschen Zimt liegt auf dem Ganzen. Und es ist unglaublich sauber, es macht einfach schon ganz, ganz viel Freude, an diesem Wein einfach nur zu schnuppern. Im Gaumen dann eine tolle Fülle, unglaubliche Eleganz, ist unglaublich proper und sauber und was ganz, ganz Tolles, was man selten hat in Südfrankreich, nichts Schwülziges, nichts Marmeladiges, eine kühle Finesse, eine kühle Stilistik, eine wunderschöne, von Mineralität getragene Säure im Abgang, ein ganz toller Ausklang, ein in sich perfekter, in sich beglückender Wein, wie gesagt, einer meiner liebsten Gewächse. Und das Ganze zu einem unglaublichen Preis, denn Weine dieser Gütekategorie würde man in Bordeaux oder in Burgund mit 40 bis 70 Euro bezahlen müssen. Hier im Roussillon, Wein Newcomer, erster Jahrgang, unbekannte Ecke, kostet dieser Wein, muss ich wirklich sagen, lächerliche 9,80 Euro. Santé, mit einem großen Stoff.